Hallo zusammen, herzlich willkommen beim Tutorial Nummer 5 über OnOne Photo RAW 2023. Ich bin Klaus. Ich hatte gefragt, ihr habt geantwortet. Das Ergebnis meiner letzten Umfrage fiel deutlich aus. Demnach interessieren sich 35% für Arbeiten mit Ebenen, 27% für ein Rauschen und Schärfen, 19% für Maskierungen, 15% für Resize und nur 4% für die Duplikatesuche. Dabei wäre eigentlich jetzt das Thema Duplikatesuche dran gewesen. Gut, dass ich gefragt habe. Also ziehe ich das deutlich interessantere Thema vor und ich werde es kombinieren mit einem Teil der Maskierungsoptionen. Denn Ebenen lassen sich zwar auch ohne Masken einsetzen, wenn der passende Mischmodus verwendet wird, aber nach meiner Erfahrung werden Ebenenkonstrukte in fast allen Fällen mit Masken verbunden. Sehen wir uns zunächst die verschiedenen Ebenenmöglichkeiten in Photo RAW an. Da sind zunächst mal die unsichtbaren Ebenen. Das populärste Beispiel dafür ist der Austausch des Himmels. Ich wähle hier mal in Sky bearbeiten. Technisch betrachtet entstehen dabei zwei Ebenen unter der Haube, unsichtbar in der Benutzeroberfläche, nur sichtbar als Ergebnis, indem ein zweiter Himmel über einen vorhandenen als Ebene darüber gelegt wird. Selbst in diese Bearbeitungsoberfläche regeln wir nicht nur den Himmel, sondern auch den Einfluss des Himmels auf den Rest des Bildes. Ich wähle mal ganz einfach Clouds, ohne da jetzt näher ins Detail zu gehen, und sofort wird ein anderer Himmel oben drüber gelegt. Wähle ich Nacht und vielleicht in der Kategorie Nacht einen noch dunkleren Himmel. Ich nehme mal den hier. Oh ja, der ist schön dunkel. Und ihr merkt gleich, wie der ganze Bereich unten drunter auch abgedunkelt wird. Klicke ich die Vordergrundbeleuchtung weg, ist sie genauso hell wie vorher bei Tageslicht. Es ist kein besonders schönes Foto. Ich muss dazu sagen, es ist ein unbearbeitetes RAW-Foto, das ich hier als Beispiel nehme. Aber es soll ja auch kein Bearbeitungskurs werden und ich will euch auch nicht die Ersetzung des Himmels bis ins einzelne Detail erklären. Es geht nur um die Verdeutlichung von Masken und Ebenen. So, jetzt gehe ich mal hoch und verringere die Deckkraft dieses darüber gelegten Nachthimmels. Und was passiert? Der ursprüngliche Himmel liegt noch da unten drunter, der ist nicht weg. Das wird nur als, genau genommen, als Maske oben drüber gelegt. Wir sehen diese unsichtbare Ebene nicht. Ich setze das mal wieder zurück und deaktiviere diese Himmelsersetzung. Ein weiteres Beispiel für eine unsichtbare Ebene ist das Register Lokal, das für lokale Anpassungen zuständig ist. Jede einzelne Anpassung in diesem Bereich produziert eine, ich sag's mal, virtuelle Entwicklungsebene, von der jede für sich bearbeitet werden kann, meist mit einer Maske, aber nicht zwingend. Ohne Maske entspräche es aber der Entwicklung eines ganzen Bildes. Und das machen wir lieber hier im Register entwickeln. Lokal bedeutet ja, dass wir uns einen bestimmten Bereich zur Bearbeitung heraussuchen. Jetzt warte ich nur noch darauf, dass der Begriff unsichtbare Ebene in den Kommentaren zu diesem Video in der Luft zerrissen wird. Lasst es am besten. Ich weiß, dass dieser Begriff ungenau ist. Ich benutze ihn nur, um den Unterschied zwischen diesen unsichtbaren Ebenen und den tatsächlichen deutlich zu machen. Ich spreche ab jetzt am besten von den unsichtbaren als den virtuellen Ebenen, den sichtbaren als den physischen Ebenen, nur um den Unterschied zu verdeutlichen. Schon klar, dass die physische Ebene auch virtuell ist, denn wir können sie ja nicht mit den Händen anfassen. Mir fällt halt im Moment nichts anderes ein, um den Unterschied zu verdeutlichen. Auch ist mir klar, dass diese virtuellen Ebenen, wie jetzt im Beispiel des Himmels, zum Teil lediglich Masken sind, aber nicht immer. Doch wenn ich das auch noch explizit auseinanderpflücke, dann wird's kompliziert und unverständlich. Also lasst mich bitte ganz unwissenschaftlich zu den Ebenen, die wir nicht als solche sehen können, virtuelle Ebenen sagen.
und zu denen, die wir auf der Benutzeroberfläche einblenden können, einfach Ebenen. Jetzt aber zurück zur Registerkarte Lokal. Die lässt uns mehr als nur eine Entwicklung auf ein Bild vornehmen. Und jedes Mal, wenn wir auf Anpassung hinzufügen klicken, öffnet sich eine weitere Entwicklungsebene. Man merkt das zunächst gar nicht. Erst wenn man ganz nach unten scrollt, stellt man fest, dass für den Klick, den ich eben gemacht habe, eine weitere Ebene aufgetaucht ist. In diesem Beispiel der lokalen Entwicklung spreche ich auch von virtueller Ebene. Jetzt ist dieses Beispiel noch am weitesten von der Vorstellung einer Ebene entfernt. Wem Masken nicht unbekannt sind, der weiß, dass eine schwarze Maske alles verdeckt. Hier oben habe ich das Maskensymbol. Sie ist schwarz. Eine weiße Maske macht alles sichtbar. Diese Entwicklungsebenen unter dem Register Lokal sind alle zunächst mal schwarz maskiert. Wenn ich hier also eine Einstellung vornehme, ich ziehe die Belichtung auf Plus, furchtbar, dann passiert gar nichts. Schwarz verdeckt. Erst wenn ich auf das Maskensymbol geklickt habe, werden wir gefragt, ja was denn nun? Masken-KI? Kein bedeutet nichts. Ich wähle also aus zum Beispiel die Architektur. Die möchte ich verändern und klicke auf Anwenden. Jetzt ist aber meine grausame Belichtungserhöhung auf alles angewendet worden, nur nicht auf die Architektur. Deshalb, weil hier bei der Maske Entfernen steht. Ich ändere das auf Hinzufügen und es wird nur noch auf einen Teil der Architektur angewendet. Jetzt setze ich den mal wieder zurück und wir wählen eine Kontrasterhöhung und erhöhen die Mitteltöne etwas und die Tiefen setze ich runter, das Schwarz ebenso und erhöhe die Sättigung etwas. All das wirkt sich jetzt ausschließlich auf diese Maske aus, diese weißen Flecken, die hier noch erkennbar sind. Deaktiviere ich das, werden die Hüttendächer wieder relativ farblos. Über die zweite Einstellungsebene, die ich vorhin mit einem Klick hinzugefügt habe, müsste ich ebenso erstmal wieder eine Maske erstellen. Gefragt, worauf? Flora, natürlicher Boden. Oh ja, nehmen wir doch mal die Bäume. Ebenso wieder nicht entfernen, sondern hinzufügen. Schwarz und Weiß werden gegeneinander ausgetauscht. Und ich sage mir, die Bäume sollten bitte schön ein bisschen heller werden. Mitteltöne hochziehen. Und ihr seht, es bezieht sich lediglich auf diese Einstellungsebene mit den Bäumen. So wie vorhin bei den Hütten. Diese KI-Masken lassen sich bei Bedarf selbstverständlich noch anpassen und verfeinern, aber das wird hier zu weit führen. Die einzelnen Maskierungstechniken bekommen demnächst ein eigenes Tutorial. Ich setze die ganze Sache hier mit den Bearbeitungen zurück oder klicke sie mit dem X ganz weg und gehe zurück in das Bibliotheksmodul. Ich klicke hier auf Abbrechen, weil ich alle Bearbeitungsspuren zunächst mal entfernen möchte. Ich werde Ebenenfunktionen kombiniert mit Maskierungen anhand einer praktischen Bearbeitung demonstrieren. Ich glaube, diese Methode ist effektiver und besser nachvollziehbar als das reine Herunterbeten technischer Details und Funktionen. Zuvor aber ein Überblick über die Symbole. Ich bin dazu wieder im Katalog gelandet. Im On-One-Jargon nennt sich dieser Bereich übrigens Browser. Denn er enthält ja nicht nur den Bereich meiner Kataloge, sondern auch die Bibliothek. Und darüber hinaus sind auch noch die Stile zu finden, die Vorlagen für Looks, LUTs, Texturen und die AI-Presets. Ich nenne das Ding trotzdem mal Katalogbereich, denn Browser erinnert ein bisschen zu sehr ans Internet und mit dem hat unser Thema nun gar nichts zu tun. Im Katalog
sehen wir hier rechts das Ebenensymbol. Dieses Ebenensymbol wird nur aktiviert und etwas heller, wenn mindestens ein Bild markiert, also ausgewählt ist. Im Gegensatz dazu werden alle anderen Symbole, Panorama, HDR, Focus Stacking und Zeitraffer, erst bei mehr als nur einer Auswahl aktiv. Macht ja auch Sinn, denn alle vier erfordern ja auch mehr als ein Bild. Markiere ich jetzt noch diesen jungen Mann zufällig, werden alle hell. Nehme ich ihn wieder weg, haben wir nur dieses Ebenensymbol. Ich klicke hier drauf, bei einem markierten Bild, und sofort wird das gewählte Bild im Bearbeitungsbereich als einzelne Ebene geöffnet. Genau das Gleiche passiert allerdings auch, wenn wir auf das Symbol für Foto bearbeiten klicken. Nämlich dieses hier, das wir im Katalogbereich genauso sehen. Oder einfach die Taste D. Überall landen wir genau hier. Ein Bild auf einer Ebene in der Bearbeitung. Für das Entwickeln eines Bildes ohne weitere Ebenen völlig ausreichend. Egal, mit welcher der verschiedenen Methoden wir hierher gelangt sind. Gehe ich wieder zurück in den Rasterbereich des Kataloges, markiere zwei Fotos und klicke auf das Ebenensymbol, erhalte ich zunächst eine Meldung. Dadurch werden die ausgewählten zwei Fotos als Ebenenstapel zu einem neuen Foto kombiniert. Ich klicke auf OK und es öffnet sich, im Gegensatz zu dem Beispiel mit einem Foto vorhin, der Ebenenbereich. Wir können den Ebenenbereich ein- und ausschalten über STRG 2. Es bleibt nur das Wort Ebenen übrig. Oder durch Klick auf das Wort Ebenen und nochmal Klick weg. Über das Menü Fenster kann ich die Ebenen auch ganz verschwinden lassen. Was bei zwei Ebenen natürlich keinen Sinn macht, dann können wir sie nicht mehr bearbeiten. Nur als Hinweis dafür, solltet ihr diesen Begriff Ebenen hier überhaupt nicht finden, dann geht in Fenster, Ebenen, Anzeigen und schon sind sie da. Dann könnt ihr nur über STRG 2 oder über den Klick auf Ebenen den Bearbeitungsbereich ein- und wieder ausblenden. All das machen wir nur, wenn wir mit mehr als nur der Basisebene arbeiten wollen, also wie jetzt in diesem Beispiel mit zwei. Andernfalls stört diese Anzeige nur. Jedes Mal, wenn ihr einem Foto eine weitere Ebene hinzufügt, erstellt PhotoRAW automatisch ein neues Dokument mit der Erweiterung ON-Foto, wobei das Originalfoto intakt bleibt. Dieser Dokumenttyp, der in der Bibliothek und im Katalog sichtbar ist, enthält alle Ebeneninformationen und nicht destruktiven Bearbeitungsvorgänge, die in PhotoRAW vorgenommen wurden. Die Datei wird unter dem Dateinamen der Basisebene, also dieser hier, gespeichert mit der Endung ON-Foto. Das Rasterbild zeigt allerdings die zuletzt sichtbare Oberfläche, also die oberste Ebene an, die ich da gerade testweise mal drüber gelegt habe, nicht angepasst mit dem Rest des Bildes unten drunter. Sollte dieses ON-Foto bei euch nicht gleich sichtbar sein, sortiert die Bilder im Raster nach Dateinamen, dann erscheint die ON-Foto-Datei neben dem Ursprungsbild. Ihr seht, ich habe im Katalog inzwischen schon ein paar weitere Bilder hinzugefügt. Ich öffne aber wieder das Gleiche, das wir hier vorhin hatten. Nein, mache ich nicht. Ich nehme mal dieses hier. Und es ist gleichgültig, ob ich es über das Ebenensymbol oder über rechte Maustaste in Develop bearbeiten oder über das Tastaturkürzel D im Bearbeitungsmodul öffne. Dieses Bild würde sich ja ganz hervorragend für eine Himmelsersetzung eignen. Aber das kommt auch in einem anderen Tutorial mit näheren Erläuterungen. Hier geht es jetzt um die Ebenen. Ich klicke auf Ebenen. Wir sehen diese einzelne Ebene markiert und haben hier ein Plus. Das lässt uns ein beliebiges Bild aus unseren eigenen Ordnern
aus unseren Cloud-Speichern oder aus unseren Extras einfügen. Ebenso wieder eine Erläuterung, dass sobald wir eine Ebene hinzufügen, das Bild als neues zerstörungsfreies ON1-Foto-Bild gespeichert wird. Das hatten wir eben schon. Ich klicke also auf Ebene hinzufügen und kann mir jetzt aussuchen aus meinen eigenen Ordnern. Den Ordnerpfad sehen wir hier oben jeweils, Beispielbilder, Fotos und so weiter. Oder ich klicke auf Extras. Die Extras teilen sich nun wieder auf in meine Extras. Hier habe ich jetzt verschiedene Kategorien, aus denen ich auswählen kann. Das sind die selbst gespeicherten und die On-One-Extras, die entweder vorinstalliert waren oder die wir irgendwo dazu gekauft haben und diesen Ordnern hinzugefügt. Wie genau diese Extras, die On-One-Extras verwaltet werden, wird ebenfalls Thema eines anderen Tutorials werden. Ich wähle mal irgendetwas aus. Ich habe mir jetzt gerade mal die Himmel ausgesucht und wir klicken auf als Ebene einfügen. Diese Ebene wird einer vorhandenen bzw. die bisher ausgewählten Ebene überlagert. Jetzt ist die neue hinzugefügte Ebene gewählt worden, aber sie ist kleiner als das Ursprungsbild. Dazu gehen wir hier oben auf das Werkzeug Transformieren und haben verschiedene Möglichkeiten. Entweder ich ziehe die Sache an einer Ecke rauf und runter und kann sie vergrößern, verkleinern. Ich könnte sie auch drehen, das mache ich jetzt mal nicht. Verschiebe ich bei gedrückter Shift, also Hochstellentaste, behalte ich die ursprünglichen Proportionen dieser Ebene bei. Ich kann auch auf dieses Symbol klicken und damit wird die vorhandene Ebene, ob vorher größer oder vorher kleiner, genau auf die darunterliegende Basisebene gestreckt und habe somit eine zweite Ebene über die vorhandene drüber gelegt. Ich kann jede Ebene aktivieren oder deaktivieren. Die oberste wird die untere, solange die obere nicht teiltransparent ist, immer überlagern. Mit dem zweiten Symbol von links duplizieren wir die markierte Ebene. Ich klicke drauf und OcuDrone Marshmallow Sky wird als Copy 1 oben drüber gelegt. Das dritte Symbol fügt eine Farbfüllebene hinzu. Hier kann ich mir jetzt die Farbe raussuchen. Ich kann mit diesem Klick eine Farbe vom Bildschirm wählen. Ich wähle mal halb Wolke, halb blauer Himmel. Klicke auf OK. Und es erscheint eine Farbfüllung. Verschiebe ich diese Farbfüllebene, so wie ich jede andere weitere Ebene auch verschieben kann, wird wieder die oberste, die Farbfüllebene, verdecken. Das vierte Symbol von links löscht eine markierte Ebene, sofern es nicht die einzige Ebene ist. Dieses fünfte Symbol fügt eine ausgewählte Ebene mit der darunterliegenden Ebene zusammen. Ich wähle mal diese hier, demarkiere die oberen beiden, damit wir sie nicht mehr sehen. Und wir haben den Himmel oben drüber, total deckend. Wähle diese aus und klicke auf, wie heißt es, Ebene zusammenfassen. Wie gesagt, es betrifft immer die gewählte Ebene und die darunterliegende, die jetzt verschwunden ist. Mit Steuerung Z mache ich meinen letzten Schritt wieder rückgängig und die untere Ebene ist wieder da. Interessant wären hier noch die Kontextmenü-Dateien.
Klicken wir mit der rechten Maustaste auf irgendeine Ebene, dann haben wir zunächst mal die Verdoppelung dieser verschiedenen Symbole, nämlich das Plus, Ebene hinzufügen, die Farbfüllebene, Ebene duplizieren, Ebene löschen und noch die, wenn ich jetzt eine der oberen Ebenen nehme, die Ebene zusammenfassen. Wie gesagt, immer die markierte und die unten drunter ist. Die unterste Ebene markiert, geht das nicht, weil keine mehr unten drunter liegt. Darüber hinaus haben wir noch die Möglichkeit, eine Farbfüllebene zu bearbeiten. Will ich hier eine andere Farbe haben, dann bekommt diese Farbfüllebene, wenn ich sie aktiviere, diese entsprechende geänderte Farbe. Darüber hinaus, was haben wir da noch? Ebene duplizieren hatten wir schon, Eigenschaften der Ebene zurücksetzen. Jetzt habe ich die falsche markiert, ich gehe jetzt mal in diese hier. Ihr erinnert euch, die war vorher etwas kleiner. Ich setze die Eigenschaften dieser Ebene zurück und wups, wird sie wieder verkleinert und in die Mitte des Bildes gesetzt. Wieder rechte Maustaste, Ebene zusammenfassen hatten wir gerade. Sichtbare Ebene ausrichten, das ist eine spannende Sache. Gehen wir mal hin und verdrehen diese etwas und verkleinert ist sie auch noch und jetzt verschiebe ich sie noch ein bisschen an die Seite, wende das an. So, nun habe ich die oberste Ebene, diese Himmelsebene. Und die einzig weitere sichtbare unten drunter. Markiere ich beide, sie sind also sichtbar, auch wenn die obere die untere jetzt etwas überdeckt. Sichtbare Ebene ausrichten. Und was ist mit der unteren passiert? Sie ist auf die obere ausgerichtet worden. Das ist eine der fortschrittlichsten Funktionen von Photo Raw im Ebenenbereich. Das kann sehr hilfreich sein, wenn ihr eine Aufnahmeserie oder verschiedene aus der Hand gemacht habt, vielleicht noch an verschiedenen Tagen vom gleichen Motiv und Teile des Bildes mit anderen überblenden möchtet, vielleicht um Verlaufsmasken oder Ähnliches anzubringen. Dazu müsst ihr nur im Ebenenfenster die entsprechenden Ebenen sichtbar machen. Photo Raw analysiert dann den Inhalt dieser Ebenen und richtet sie an der Ebene mit den meisten Gemeinsamkeiten aus. Es werden Ebenen, die nicht sichtbar, also deaktiviert sind, nicht mit einbezogen in diesen Vergleich. Wenn ihr die einzelnen Ebenen nach dem Ausrichten anseht, stellt ihr fest, dass sie etwas verschoben sind oder gar gedreht wurden, um sie an den Inhalt anzupassen. In unserem Fall sind diese beiden Ebenen hinterher völlig identisch geworden. Weiterhin interessant die Möglichkeit, sichtbare Ebenen zusammenzuführen. Sichtbar werden jetzt wieder diese beiden sein. Klicken wir es gerade mal an und sehen, was passiert. Die beiden Himmelsebenen waren sichtbar und sind zu einer sichtbaren zusammengeführt worden. So, jetzt markiere ich mal alle. Zusammengefasste Ebenen, das ist ein Ausdruck, der sehr missverständlich ist. Nichts ist hier bereits zusammengefasst, außer den beiden sichtbaren, den beiden Himmelsebenen, die wir eben hatten. Zusammengefasste Ebenen ist nur schlecht ins Deutsch übersetzt, sondern bedeutet Ebenen zusammenfassen. Und zwar nicht nur die sichtbaren, sondern alle. Ich klicke drauf, wir warten einen Moment. Und sämtliche Ebenen werden in einer Kopie zusammengefasst. Das bedeutet, diese oberste Ebene enthält die drei unten drunter. Ich lösche diese zusammengefasste Ebene jetzt nochmal und wir machen es etwas deutlicher, indem ich diese hier runterschiebe und einen Mischmodus wähle. Na, ich lasse es mal beim Multiplizieren. Soll nur ein Beispiel sein. Schön sieht es nicht gerade aus. Und ich klicke wieder auf... Moment.
obere markieren, zusammengefasste Ebenen, also Ebenen zusammenfassen. Wir sehen ganz oben drüber diese Ebene. Wenn ich die anderen deaktiviere, kann ich die auch verschieben, wohin ich sie will. Diese Ebene enthält alles, was wir vorher an Ebenen hatten. Sinn der ganzen Angelegenheit ist die, dass ich jetzt eine Ebene habe, ohne dass die anderen gelöscht worden sind, eine Ebene, in der alle Bearbeitungen der Ebenen bisher zusammengefasst wurden, damit ich diese zum Beispiel mit Entwickeln oder Effekte oder Lokal oder Himmel weiter bearbeiten kann in einer einzigen Ebene, ohne dass die Bearbeitungen anderer Ebenen noch einen Einfluss drauf hätten. Diese ganzen Funktionen, die meisten davon zumindest, erreichen wir auch über das Menü Ebene. Wir kommen zum letzten Symbol, das Zahnrad-Symbol öffnet die Fülloptionen. Hier können wir Farb- oder Helligkeitsüberlagerung einer ausgewählten Ebene mit der darunterliegenden Ebene mischen. Bei Normal verdeckt die obere Ebene alle unteren. Vorausgesetzt, wie schon gesagt, die obere Ebene enthält nur deckende Pixel und ist nicht teiltransparent. Fahren wir jetzt mit der Maus über diese einzelnen Werkzeuge, über diese einzelnen, nein, Werkzeuge sind es nicht, Mischungsverhältnisse, sehen wir bereits den Effekt in der Vorschau, sobald ich den entsprechenden Punkt mit der Maus berühre. Diese Mischungen erfolgen immer zwischen der aktuellen und der darunterliegenden Ebene. Ich stelle es mal gerade wieder auf Normal. Das heißt also, diese Himmelsebene wird gemischt mit der darunterliegenden Ebene. Markiere ich jetzt die unterste Ebene und mache das Gleiche, indem ich ein Mischungsverhältnis aussuche, würde das bedeuten, ich mische mit nichts. Also es passiert auch nichts. Es muss also eine darüberliegende Ebene sein. Es kann auch diese sein. Ich markiere die Farbfüllung, wähle wieder das Mischungsverhältnis und sehe, abdunkeln würde bedeuten, die obere Ebene schlägt nur dort durch, wo sie etwas Dunkleres erzeugen kann. Aufhellen, das Gegenteil davon. Multiplizieren, negativ multiplizieren. Es sind Helligkeits- und Farbmischversionen. Die Wirkung dieser angebotenen Mischungen alle zu erklären, würde den Rahmen dieses Tutorials sprengen. Ihr könnt ja etwas damit herumexperimentieren. Wer Interesse an einer näheren Erläuterung der Mischverhältnisse hat, findet in diesem Video, das ich euch hier oben angepinnt habe, etwas mehr dazu. Wobei auch dieses Video keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben soll. Unter diesen Fülloptionen finden wir jetzt noch ganz oben die Option Anwenden auf. Hier hatte ich vorhin Abdunkeln ausgewählt. Ich lasse das mal gerade so und wähle Anwenden auf. Auf alle ist die Standardeinstellung. Nur auf die Lichter, nur Mitteltöne, nur Tiefen, Rot, Grün, Blau, Magenta, Fleischfarben, lebendige Farben oder neutrale. Mit dieser Möglichkeit an Kombinationen von Fülloptionen und Anwenden auf ergeben sich unzählige Möglichkeiten, dem Bild den gewünschten Look zu verpassen oder sich vor lauter Ausprobieren so zu verfransen, dass nur noch ein Zurücksetzen die Situation retten kann. In unserem Fall mit diesen blödsinnigen Überlagerungen und Ebenen klicke ich ganz einfach auf Abbrechen. Jegliche Arbeit geht verloren, werde ich gewarnt. Und das ist genau das, was ich wollte, nämlich mein ursprüngliches Bild wiederherstellen. So, was ich jetzt gerne machen würde, ist ein praktisches Beispiel. Ich wähle dieses Bild und dieses als zweites. Das Basisbild wird immer das sein, das mit dem dicken Rand aktiver. Auswählen kann ich viele Fotos. Aber das mit dem hervorgehobenen dicken Rand wird das Basisbild werden. Jetzt klicke ich hier auf das Ebenensymbol. Wem diese ganzen Mitteilungen zu blöd sind zwischendurch, der kann sie ja
markieren als nicht erneut anzeigen. Und da haben wir sie, das Basisbild und oben drüber der Bussard. Im Übrigen können wir jeder Ebene mit einem Doppelklick einen vernünftigen Namen verpassen. Ich nenne die mal Bussard und die Ebene unten drunter, nicht Resize Beispielfoto, ich klicke es doppelt, sondern sage Landschaft. Bei zwei Ebenen geht das ja noch, habe ich aber 4, 5, 6 Ebenen übereinander. Nebenbei bemerkt, es können bis zu 14 Ebenen übereinander gestapelt werden. Wenn es mehr als 2, 3 sind, dann kann das mit irgendwelchen kryptischen Dateinamen schon sehr schwierig werden. Mein Plan ist jetzt, diesen Bussard vor dieser Landschaft erscheinen zu lassen. Also ist das Erste, was ich machen muss, die Ebene mit dem Vogel zu aktivieren. Und ich klicke hier rechts neben dem Thumbnail auf das Maskensymbol. Daraufhin fragt mich nach der Bildanalyse die Masken-KI, was nun? Ihr seht, die Maske ist ganz weiß, das heißt, es ist das ganze Bild maskiert. Ich möchte aber jetzt nur das Tier haben und ich klicke auf Tier, damit wird die rote Überlagerung blau, den Himmel nicht, die Flora allerdings auch noch, denn ohne das würde der gute Bussard zwar sitzen, aber auf einem Zweig, der in der Luft hängt. Ich markiere Flora zusätzlich und wähle auf Anwenden. Warte eine Sekunde und weg ist er, der Vogel. Warum? Die Standardeinstellung ist immer Entfernen. Ich ändere auf Hinzufügen und schon ist der ganze Vogel über der Landschaft. Wir sehen, er ist etwas ungeschickt maskiert, was diese Zweige betrifft. Als Erstes nehme ich den Bussard und werde ihn etwas verkleinern. Einmal, indem ich auf Anpassen drücke, denn das Bussard-Bild war von vornherein etwas größer als die Basisaufnahme und ziehe sie trotzdem etwas hier runter, und zwar etwa so, und klicke auf Anwenden. Des Weiteren, ich lasse den Bussard so, wie er ist, und gehe in eine Maskierungsoption, und zwar in den Maskierungspinsel. Zu den einzelnen Maskierungsoptionen, die, wenn wir hier die Maus über ein Werkzeug halten, in Minifilmchen näher erläutert werden, gibt es ein separates Video-Tutorial. Denn die einzelnen Maskierungsfunktionen, ich glaube, es sind 11 oder 13 insgesamt, sind so umfangreich, dass ich das jetzt nicht in dieses Video reinbringen mag. Es würde sonst Stunden dauern, bis wir fertig sind. Das Einzige, was mich jetzt interessiert, ich möchte diese blauen Bereiche auch transparent machen. Wie gesagt, dieses Pinsel-Symbol repräsentiert den Maskierungspinsel und hier ganz rechts oben kann ich die sogenannte Perfect Brush ein- und ausschalten. Die erkennt und schützt Kanten bei der Nutzung des Pinsels. Die Farben unter der Mitte des Pinsels werden fortlaufend abgetastet und nur diese Farben werden maskiert. Wir halten die Befehlstaste, das ist die Control- oder Steuerungstaste bei Windows, um die abgetastete Farbe zu sperren. Das brauchen wir aber in diesem Fall noch nicht. Ich wähle eine weiche Kante von 100%. Die Größe ziehe ich mit dem Mausrad noch ein ganzes Stück hoch. Der Modus ist auf Hinzufügen. Ich möchte aber etwas entfernen. Ich klicke einmal auf den Farbbereich, den ich entfernen möchte. Ihr erinnert euch an den Ansagetext hier oben. Das heißt, das, was unter der Mitte der Maske verborgen ist, das wird erfasst. Wenn ich die Maske jetzt vergrößere, seht ihr,
der 100% Rand, der weiche Rand, wird immer weiter erhöht und beeinflusst den Bereich, in dem die Maske entfernt wird, unter dem winzigen Punkt in der Mitte. Ich versuche es etwas sichtbarer zu machen. Ja, über dem dunklen Vogel seht ihr ein Minus. Ich drücke die Alt-Taste und aus dem winzigen Minus wird ein Plus. Das würde bedeuten, hinzufügen. Ich mache es gerade mal da, wo wir vorhin entfernt haben, drücke die Alt-Taste und sage hinzufügen. Mit Minus, ohne Alt-Taste, verschwindet es wieder. Ich vergrößere diese ganze Ansicht jetzt auf 50% nur, das könnte reichen, damit ich hier ein bisschen mehr Überblick habe und sage, in dem Bereich des großen Kreises möchte ich diese Farbe entfernen. Ich kann mutig sein und den Kreis noch erweitern, damit ich einen größeren Bereich erfasse. So, und hier unten noch einmal und hier nochmal. Ist ja irgendwo noch blau? Ja, da oben auch noch weg. Und hier ganz oben. Ich muss Acht geben, nicht auf den Stängel zu kommen, sonst ist der nämlich ebenfalls weg. Ich passe es wieder ein und wir sehen, aha, hier ist noch etwas. Also auch noch ein Klick und erst vergrößern und runterziehen. Na, hier oben ist es einfacher eigentlich. Warum mache ich das nicht? Und weg. Was wir jetzt noch sehen, ist überall auf den Zweigen und auch auf dem Vogel. Ich gehe mal in diese 50% vergrößerte Ansicht, da sehen wir das Halo, einen Rand, der ganz deutlich stört. Dafür gibt es ein weiteres Maskierungswerkzeug, den Verfeinerungspinsel. Mit dem müsste ich allerdings sämtliche Kanten einzeln abfahren und das in der Vergrößerung. Und ganz offen gesagt, das würde nicht nur das Tutorial unnötig verlängern, sondern auch meine Nerven zu sehr beanspruchen. Ich wähle daher nicht den Verfeinerungspinsel, sondern den Meißel. Werkzeug für Meißelmasken. Auch damit könnte ich jetzt überall abfahren. Es gibt allerdings einen Trick dabei. Hier steht Modus hinzufügen. Ich möchte aus dieser Maske etwas löschen. Wie viel ich lösche, steht hier 20%. 20% von, schwer zu sagen, es ist ein Betrag, der sich bei mir als vernünftig erwiesen hat. Ich kann hier bis zu 100 eintragen, das ist aber dann im Effekt zu extrem. Was ich jetzt mache, ich fahre nicht diese einzelnen Schatten ab, sondern ich klicke einmal doppelt auf das Symbol. Jetzt. Habt ihr es gesehen? Ich gehe mit STRG Z noch einmal zurück. Achtet mal auf das Halo, auf den verbleibenden Rand hier und am besten hier an dem Stängel da unten und ich klicke jetzt. Und ich klicke noch einmal, bin ganz mutig. Was ist passiert? Der Rand ist verschwunden. Möchte ich jetzt noch einen Rand unbedingt hier unten dieses kleine Stückchen entfernen, dann mache ich das nur von Hand. Denn jeder dieser Doppelklicks auf dieses Symbol würde bedeuten, die gesamte Maske im Bild, ob kleine Zweiglein oder die Federn des Bussard, werden am Rand, ja, die Maske wird weggemeißelt. Deshalb heißt dieser Pinsel ja auch Meißel. Ich bin mutig, ich klicke nochmal drauf. Ich könnte jetzt hier auch, ich gehe nochmal zurück und stelle das vom Betrag her etwas runter auf 10 und klicke jetzt doppelt. Dann ist der Effekt wesentlich feiner. Die untere Ebene deaktiviert. Sehen wir nur den Vogel,
Die obere Ebene deaktiviert nur den Hintergrund. Ich passe es wieder ein und bin zufrieden mit dem Ergebnis. Wer nun sagt, die Belichtung, die Beleuchtung hier, die funktioniert noch nicht so richtig, die harmoniert nicht mit dem Hintergrund, dann müsste ich diese Ebene aktiviert lassen und kann sie genauso entwickeln, mit Effekten versehen und lokal weiterentwickeln, wie jede andere Ebene bzw. wie jedes andere Basisbild auch. Nur mit Porträt haut es nicht hin. Wenn ich da jetzt draufklicke, sucht Photo Raw ein Gesicht und sucht sich tot, weil es keins findet. Und mit Himmel, das hätte auch wenig Sinn. Das kann ich machen mit der Ebene Landschaft, aber nicht mit der Ebene Bussard, weil dort Photo Raw keinen Himmel erkennen würde. Ich setze das Ganze wieder zurück und komme zum zweiten, unserem letzten Praxisbeispiel. Ich wähle diesen jungen Mann hier und öffne ihn im Bearbeitungsmodul als Einzelebene. Hier möchte ich zunächst in dieser einzelnen Ebene den Hintergrund entfernen und nachträglich eine beliebige Textur als Hintergrund einfügen. Auch hier klicke ich auf das Maskensymbol und wähle Personen, anwenden und ändere entfernen auf hinzufügen und der Hintergrund ist weg. Um die Sache mit den Haaren, die jetzt nicht vernünftig maskiert sind, etwas zu verdeutlichen, werde ich eine Farbebene darunter legen. Eine Farbebene und zwar eine weiße, eine hellgelbe. Ja, das müsste eigentlich reichen. Natürlich muss ich diese Ebene jetzt unter den jungen Mann ziehen. Ich möchte jetzt als erstes diese Haare etwas verbessern. Wähle den Verfeinerungspinsel. Wähle nicht den Meißel, sondern den ursprünglichen Verfeinerungspinsel, den wir, wie ich sehe, auch mit der Taste N aktivieren könnten. Ich lasse die Einstellung auf Entfernen. Wir können auch noch hinzufügen oder automatisch wählen. Nun gut, nehmen wir hinzufügen, automatisch. Damit habe ich keine besonders guten Erfahrungen gemacht, offen gesagt. Wichtig ist, ich muss den jungen Mann auch auswählen. Lasse ich auf Farbfüllung ausgewählt, würde gar nichts passieren. Ich gehe also mit dem Verfeinerungspinsel einmal ganz großzügig über den Haarrand, warte eine Sekunde ab und wir sehen einen deutlichen Unterschied. Ich klicke mit STRG Z auf Vorher und STRG SHIFT Z wieder auf Nachher. Ich kann mit diesem Pinsel hier beliebig oft über den gleichen Bereich gehen und jedes Mal wird Photo Raw mehr Informationen bekommen über das, was da unten drunter liegt, beziehungsweise zu entfernen und in diesem Fall hinzuzufügen ist. Und jetzt ist sein Wuschelkopf richtig schön Haar für Haar freigestellt. Ganz aufmerksam von euch werden festgestellt haben, dass hier unten etwas nicht erkannt wurde von der KI. Ich gehe in 50, nein, ich gehe gleich in die 100% Ansicht, rücke mir diesen Bereich hier zurecht und kann hier mit dem Verfeinerungspinsel gar nichts anfangen und mache das, was ich vorhin schon mal vorgeführt habe, mit der Perfect Brush. Ebenso entfernen. Die Weichheit lasse ich meistens auf 100% und möchte in diesem Bereich dieses Grau weghaben. Ich wähle weiche Kante um die 90% herum, weil mir das noch nicht so gut gefällt. Und klicke und klicke und klicke. Und das war zu viel. Ein Zurück.
und entferne auf diese Art und Weise diesen gesamten grauen Bereich, der ursprünglich einmal der Hintergrund war. So, das müsste reichen. Wenn ich es ganz genau haben will, könnte ich mit diesem Verfeinerungspinsel aber nicht hinzufügen, sondern entfernen, noch die Kanten abfahren. So, ich gehe wieder auf Einpassen und möchte diese Farbfüllung nicht haben, sondern möchte etwas ganz anderes unten drunter legen als Hintergrund. Dafür habe ich jetzt die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Eine wäre es, eine weitere Ebene als Hintergrund hinzuzufügen. Ich klicke auf das Plus und ein Himmel wäre ein bisschen blöd. Ich bleibe in den Extras, wähle On One Extras und Backgrounds. Inside, Outside, Walls. Naja, dann nehmen wir mal so eine x-beliebige verrostete Wand und fügen sie als Ebene hinzu. Und schon was passiert. Da ich vorher die Farbfüllung markiert habe, obwohl nicht sichtbar, wurde diese Wand oben drüber gelegt. Fertig. Hier unten ist sie sichtbar, hier hinter seinem Wuschelkopf. Was will man mehr? Zweite Möglichkeit, mit einer Textur zu arbeiten. Damit driften wir jetzt allerdings etwas weg von den Ebenen und kommen in den Maskierungsbereich, aber das bildet eine schöne Überleitung zum nächsten oder übernächsten Tutorial. Ich klicke hier auf Abbrechen und wähle die Originaldatei, das JPEG aus, nicht mehr die bearbeitete OAN-Fotodatei. Da wir jetzt hier nur eine Ebene haben, kann ich auch auf Ebenen klicken und diesen etwas unruhigen oberen Bereich wieder entfernen. Ich wähle entweder mit der Taste K oder mit dem Klick auf dieses Symbol Super Select. Wenn ich mit der Maus hier drüber fahre, wird der jeweils erkannte Motivbereich erkannt, beziehungsweise hier der Hintergrund. Ich wähle jetzt mal nur den Hintergrund, ich klicke ihn an, er wird blau und wähle mit der rechten Maustaste das, was wir jetzt machen wollen, nämlich eine Textur. Ich klicke drauf und sofort erscheint hier in diesem Bereich ein Bearbeitungsfeld. Und wir sehen, ich kann diese unterlegte Textur von der Deckkraft ändern, kann sie erhöhen, kann sie ganz verringern, dann sehen wir wieder diese tolle betongraue Wand hinten dran. Ich kann die Helligkeit verändern. Ich setze das mal wieder auf 0. Und wir sehen in der Kategorie Wände ist hier Cool Concrete ausgewählt. So auf den ersten Blick sieht das toll aus, auf den zweiten Blick nicht mehr unbedingt. Ich wähle jetzt anstatt Cool Concrete einmal einen ganz anderen Hintergrund. Das ist kitschig, nehmen wir nicht. Ja, Tuscany, eine bräunliche. Und schon sehen wir die Ungenauigkeiten der Maskierung hier oben und hier unten. Ich gehe deshalb in diesem Texturbereich jetzt auf die Maske. Es ist alles maskiert außen herum. Ich klicke auf Ansicht und alles, was nicht rot überlagert ist, das ist maskiert. Hier fehlt jetzt ein bisschen. Wenn ihr übrigens bei euch auf Ansicht klickt, könnte es sein, dass ihr noch eine etwas andere Ansicht habt. Unter Maske im Menü könnt ihr unter Ansichtsmodus wählen, rote Überlagerung beim Putzen. Das würde bedeuten, wenn ich jetzt mit einem Werkzeug da reingehe, wird sie angezeigt. Aber nur, wenn ich mit der Maus draufklicke. Oder Graustufen. Dann habt ihr die Ansicht der Maske
immer in Graustufen. Das Problem ist, dass man nicht genau sehen kann, was gehört jetzt noch dazu und was eben nicht. Deshalb ist meine Einstellung die rote Überlagerung. Und daran möchten wir jetzt etwas ändern. Einmal habe ich hier unten in dem Bereich wieder das Problem, das wir vorhin auch schon gesehen haben, dass ich mit dem Pinsel, mit der Perfect Brush erzeugt habe. Vorhin haben wir entfernt. Jetzt möchte ich etwas hinzufügen, nämlich diesen Bereich hier unten. Es geht besser, wenn ich die Ansicht wegnehme, die Sache etwas vergrößere und einfach mit der Maus herunterfahre. So. Und bitteschön einmal auf Vergrößern. Und hier oben, das ist zu groß. So. Noch einmal reinklicken. Ich sehe, ich habe, weil ich es nicht rechtzeitig vergrößert habe, etwas Falsches hinzugefügt. Und zwar diese Farbschattierungen seiner Jacke. So, fertig. Was uns jetzt noch stört, ist dieser Bereich hier oben. Dazu gehe ich wieder in den Verfeinerungspinsel. Das linke Symbol, nicht die Sache mit dem Meißel. Ich bin im Modus hinzufügen, das stimmt. Und wenn ich jetzt hier einmal drüber fahre, dann verschwindet das Grau. Jetzt auch nochmal. Und nochmal auf dieser Seite und weg ist es. Und das Ergebnis passt. Eine einzige Ebene, nur durch eine Maske haben wir jetzt eine Textur hinterlegt. Über das Bedienmodul Texturen können wir uns jetzt jede nur mögliche Textur als Hintergrund dieses jungen Mannes auswählen. Und ihr seht, da ist also eine ganze Menge vorhanden, bereits vorinstalliert. Man muss keine Erweiterungen kaufen, man muss keine LUTs oder Presets kaufen, ist fast alles dabei. Natürlich verkauft OnOne auch Preset-Pakete und Texturen, aber vielleicht seid ihr schon zufrieden mit dem, was im Programm bereits enthalten ist, wenn ihr das zum ersten Mal installiert. Damit wäre ich schon am Ende des Tutorials Nummer 5 angekommen, Ebenen in Kombination mit Maskenfunktionen. Hat euch das Video gefallen? Abonniert den Kanal. Vergesst aber bitte nicht, wenn ihr auf Abonnieren klickt, auch die Glocke zu aktivieren. Das sieht im Zweifelsfall in etwa so aus. Für diejenigen von euch, die OnOne Photo Raw eventuell noch gar nicht haben, über den Link in meiner Videobeschreibung könnt ihr eine Testversion herunterladen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund und Klaus sagt Tschüss.